Was waren noch? Das war irgendwie so Putzsachen, ne? Die waren ja auch Ice Cream. Na, nee, sowas kann ich. So brauche ich erst ja nicht gucken. Nudeln? Boah, Preis. Nur Nüsse. Da haben wir was. N wie Nüsse. Nuts. Guter Preis. Bestellen. So. Dann war. Nur Schokoladenmilch. Ja gut, da werden wir wahrscheinlich eine Kühltruhe brauchen. Hat der sich schon wieder sein Gehalt. Was ist denn da los, ey? Zuerst braucht er immer Tage und jetzt zieht er sich täglich da sein Gehalt ab. Was ist das? Was ist denn los mit dem Jungen? Hat er wieder was verkauft? Mal schauen, ob jetzt gleich noch eine Beschwerde kommt. Nee, er verkauft weiter, das ist gut. Das ist sehr gut. Nur Schokolade, nur Nüsse. Nüsse, Shampoo. Dann, Shampoo. Ein guter Preis. Bestellen. Was war das? Ziegelbrot? Ziegelbrot. Wie ist ein. Was ist ein Ziegelbrot auf Englisch? Check you. Hä? Oh, Moment. Wir hatten doch gerade noch 200 Dollar drauf. Ey, ich werd hier nochmal bekloppt, ne? Ah, der bestellte von der Visa-Card, ne? Okay, verstehe. Gut. Okay, dann, pass auf. Dann haben wir hier schon mal, klatsch hier 400 drauf und, hier kannst du dann die 400 drauf machen. So. Dann hat er das schon mal. Komm, machen wir hier nochmal einen Fuffi-Ruf. Dann kann nichts passieren erstmal. Cornflakes-Sort. Rufus-Rammelkiste. Naja, das kriegen wir schon alles hin, ne? Das kriegen wir schon alles hin. Was haben wir hier noch? Ziegelbrot. Nur Windeln. Nur Vanille-Eiscreme. Na gut, okay, das geht auch nicht. Windeln und Ziegelbrot. Boah, wie. Bread. Ziegelbread. Brickbread müsste das sein, ne? Guter Preis. Bestellen. Und was war das andere? Ich hab schon wieder. Kaffee. Kaffee? Kaffee? War das Kaffee? Kaffee. Coffee Sticks, Coffee. Hoher Preis. Wie ist es mit Coffee Sticks? Guter Preis. Bestellen wir das nochmal, ne? Kaffee ist Kaffee. Okay. Wir räumen da. Oh Gott, wir können schon wieder nicht rennen. Was ist denn hier los? Wir haben hier noch ein paar Colas. Colases. Wir haben ein. Okay. Die stehen ineinander. Gut. Hatte schon irgendwie so ein bisschen Angst, dass jetzt nichts mehr funktioniert. Alles kaputt ist. Plätzchen sold for 8 Dollar. So, du kannst nicht rennen. Ja, ach was. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Nur Bleichmittel, ja, komm, jetzt übertreib mal. Schön gemütlich laufen. Okay, wir haben doch eine Menge bestellt, ne? Hundefutter. Hundefutter sold. Verteilen wir hier jetzt mal ein bisschen. Und dann packen wir mal schön aus. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, was wir alles bestellt haben. Kaffeesticks, das weiß ich. Ah, da steht's. Shampoo.
Das ist natürlich sehr schön. Nüsse. Dann gib mal her die Nüsse. Die Nuts. Richtige Peanuts hier. Ja, ja. Ich krieg auch gleich Hunger. Ich krieg wirklich Hunger. Du kannst nicht rennen. Ach, was? Schön, dass das mir 50.000 Mal sagen muss. Kann ich das hier mal ganz kurz abstellen? Danke. Dann kann ich das hier rüberstellen. Kann ich hier weiter auspacken. So. So. Und so. Und so. Guck mal. Da läuft doch wie geschmiert. Shampoo. Machen wir hier hin. Zum Notausgang. Aber vor dem Notausgang oder keine Ahnung, was das hier ist. Clean. iClean. Ein Apfelprodukt. Ich frag für einen Freund. So. Du kannst nicht rennen. Ja, weiß ich doch. Oh. Ziegelbrot. Leute, wir haben neues Ziegelbrot. Habt ihr hier einen Karton? Könnt ihr euch nehmen. Nur Tücher. Ach komm. Übertreibt doch. Zuerst wollt ihr Ziegelbrot, dann habe ich Ziegelbrot, jetzt wollt ihr Tücher. Wenn ich Tücher habe, dann wollt ihr PCs. Nur Vanille-Eiscreme, ja, komm. So, hier. So, gut, was haben wir hier noch zu stehen? Kaffeesticks. Guckt mal, Leute, hier haben wir leckere Kaffeesticks, passend zum Ziegelbrot. 300 Sticks? Die Packung von diesen Kaffeesticks, die ist größer als als andere hier, als der Karton, in den die geliefert wird. Wie geht denn das? Ich glaube, du hast recht, Maleficent. Ne? Ich muss, glaube ich, wirklich einen Kredit aufnehmen. Ich glaube, sonst wird das hier nichts. Ich meine, so ein bisschen was machen können wir. Ich meine, mit dem Bestellen und alles geht ja ganz gut. Alter, sind das eine Menge Kaffeesticks. Wie passen die alle in den kleinen Karton rein? Komm, dann können wir den hier auch mit drauf machen. Wie sieht denn das aus? So. Gut. Das wirkt auf jeden Fall. Wie sieht's aus? 333. Der halbe Weg in die Hölle. Ja. Ich gehe mal 300 überweisen. Kriege ich das. Nee, Bar. Oh, Hund. Der hat schon wieder eingelassen. Boah, der hat Blähungen. Leihgabe 1000 Dollar. Komm, wir machen's. Was soll's. Wir haben's gleich bar. Okay, dann überweisen wir hier schon mal 500. Zack. Dann überweisen wir auf die Karte 400. 100 können da noch drauf bleiben. 833 haben wir dann. Und dann können wir das Auto bezahlen. Ich habe auch einen Kredit aufgenommen. Ja, ja. Das ist genauso teuer hier, ne? Als wenn ich da zur Werkstatt gehe, oder? Warte mal. Aber da muss ich trotzdem nochmal gucken. Wir holen uns jetzt erstmal eine Pizza. Jetzt gönnen wir uns eine Pizza. Obwohl. Warte. Warte.
Warte. Überweist mal nochmal. Oh Gott, jetzt muss ich das so zurück überweisen. Okay, warte, hier machen wir mal 150 nochmal rauf. Und die nehmen wir dann hier rauf. 1,50. Nein, achso. Quatsch, was mache ich denn hier? Ich wollte hier. Machen wir so. Dann. So, genau. Weil, wenn wir uns jetzt eine Pizza holen für gefühlt $120 oder was die kostet, ne, ich glaube so um die 60, dann hätten wir, falls es wirklich auch in der Werkstatt 800 kostet, dann hätten wir kein Geld mehr zum Auto reparieren. Deswegen habe ich das nochmal überwiesen. Gut. Ja, wir machen einen gemütlichen Spaziergang, ne? Zum Burgerfritze. Du kannst nicht rennen. Ach was. Gut, dass es immer da steht. Ich würde es jedes Mal vergessen. Ich mit meinen Goldfisch hören. Ich kann nicht rennen. Warum nicht? Verstehe ich nicht. Ich kann wieder nicht rennen. Verstehe ich nicht. Ah ja. Gut. Gleich sind wir bei Burger Maxe. Springen können wir aber. Und wir haben. Ne, ich dachte, also nicht immer, aber ab und zu haben wir auch in der Luft Laufgeräusche. Wir können nicht rüberspringen. Ich will hier rüber. Ich finde das sehr wichtig. Elementar wichtig für das Spiel auch, also für die Story. Dass wir da rüberspringen können. Über die Pflanze, jetzt hier. Parkour! Eine Parkuhr. Oh, hier laufen wir schneller. Es geht Richtung Essen. Hallo, junger Mann. Geben Sie mir meine Pizza für $65. So, kann ich die jetzt hier gleich. Nee, die kann ich hier so nicht essen. Die muss ich erstmal auf den Boden schmeißen, damit ich sie essen kann. So. Jetzt sind wir auf jeden Fall erstmal gesättigt. Und jetzt rennen wir mal ganz schnell. Zum Typi. Typi! Autosafe. Ah, ist das schön. Vollgeschlagenen Bauch. Da spielt sich das gleich viel besser. Oh. Hallo Alpha-Wand. Hallo Alpha-Wand. Ich will hier aber durch. Lass mich durch. Ich muss hier lang. So. Hallo, Mr. K-Mechanik. Tag. Gut, dann halt so. Okay. Wir können nicht mal voll tanken, ne? Ist echt traurig, ey. Ich meine, jetzt ist wieder alles soweit in Ordnung, halbwegs, aber ey, das Leben macht uns echt fertig hier, ne? Ich will doch einfach nur reich werden. So sind wir nicht schneller, ne? Nee, nicht großartig. Weiß gar nicht, sind wir so überhaupt schneller? Ich glaube, das nimmt sich nicht viel, ne? Steh auf, du sitzt schon so lange. Ach was. Ich renne hier die ganze Zeit rum, Mann. Siehst du das nicht? Der brät da wieder seine Pizza. Aber es gibt Applaus, das kann natürlich auch sein, das weiß ich nicht. Hui. Kann ich hier rauf? Hui. Okay. Wenigstens das geht. So, jetzt können wir wenigstens gleich mit dem Auto fahren, aber wir schlafen erstmal, ne?
schlafen uns erstmal aus und dann gucken wir mal, lernen wir mal die Kassen. Und schauen, was wir da so gemacht haben. Unser Hans Meiser da, der da, also nicht Hans Meiser, nee, unser Verkaufstyp hier, der macht uns ja arm, Mensch, wenn er jeden Tag Fuffi haben will. Was ist denn los mit dem? Ich meine, er arbeitet ja nur von morgens bis abends, ne? Was soll's? Er macht ja nur eine 11-Stunden, nee, eine 10-Stunden-Schicht, ne? Nee, gar nicht, 13 Stunden. Oder? Egal. Er arbeitet ja halt nur von morgens bis abends. So, lassen wir es so stehen. So, wir gehen erstmal schlafen. Gute Nacht. Achso, ja, Schatz, ich bin wieder da. Hallo. Hallo. Best Burger. Oh, ich träume vom Essen. Weil die Pizza so gut war. So. Hunger auf 8%. Wir brauchen noch eine Pizza. Ne? Oh, eine Pizza würde ich auch mal wieder gerne essen. Wenn alles gut geht, geht morgen meine Behandlung weiter. Ich hoffe, dass ich bald wieder alles essen kann. Ey. So, endlich wieder mobil. Und jetzt blub blub, Tank leer. Mann! Ich glaube, der Tanken kam irgendwie so um die $370 oder so, ne? Es geht ja auch nicht, dass wir nur bis zur Hälfte tanken. Wir müssen voll tanken. Mutter nicht so lange laufen lassen, damit das nicht zu viel Sprit kostet. Moin. Wie sieht's aus? Damit können wir tanken. Tschüss. Gleich zur Tanke. Sollte nicht gegen so eine Ladesäule ditchen. Von GTA haben wir gelernt, das nicht. Refill 270, na gut. Okay. Unser Auto. Moment. Unser Auto sieht wieder gut aus. 98? Nur weil wir gefahren sind, gleich 2%? Wir gehen einkaufen. Ich meine, wir haben doch nur ein bisschen Gummi auf dem Asphalt gelassen. Macht doch nichts aus. No. Haben ein bisschen Grasbüschel mit hier, macht doch nichts. Wie sieht's aus? Oh, er kann ja noch einen Meter nach hinten. Kilometer. So. Ja, aber du musst uns gute Preise machen. Wir sind so verarmt. Wir haben Schulden. Hohe Schulden. Warte, was brauchen wir alles? Anmerkung. Hallo, Leute. Ihr seid super. So, achso. Ich wollte gucken, was für Tiere ich habe. Nein, Kundenbeschwerden. Was braucht ihr? Nur Tierbehandlung. Okay, wir kaufen eine Tierbehandlung. Pepperoni-Pizza. Das geht noch nicht. Kriegen wir hier eine Tierbehandlung? Tierbehandlung ist hoher Preis. Ein guter Preis. Hundefutter. Frittieröl. Ist gerade ganz guter Preisnehmer. Oh, stimmt, wir haben noch immer Apple. Ein Apfel haben wir hier noch. Ein Apfelkistlein. Mit 2,5 Äpfeln. Unsere Bewertung geht runter, verdammt. No pinke Fisch. Ja, ist
denn los mit dir? Frittieröl. Reinigungspulver, okay. Reinigungspulver. Bleichmittel wollten sie auch haben, stimmt. Bleichmittel klein, groß, nur Soße. Lufterfrischer. Waschpulver. Ist das nicht auch Reinigungspulver? Waschmittel. Weichspüler. Bleichmittel groß, Bleichmittel. Zimtrollen. Leute, ihr überfordert mich. Reinigungspulver. Nehmen wir. Wir haben noch 29 Dollar auf der Tasche. Wenn wir dafür jetzt Zimtrollen kriegen, dann könnt ihr die gerne haben. Dann bringt ihr eine mit, ansonsten habt ihr Pech. Hast du Zimtrollen? Hat er nicht. Er hat keine Zimtrollen. Es tut mir leid, Leute. Wo kriegen... Achso, Zimtrollen sind vielleicht gekühlt, wa? Cupcake. Bratwurst. Das sind hier aber Kinderbrat. Sag mal, was sind das denn hier für Bratwürste? Yo, what? Oh, Pizza. Oh Gott. Ich darf hier nicht so lange hingucken, ne? Okay. 29 Dollar. Was nehmen wir dafür mit? Cornflakes könnten wir kaufen. Können auch sowas holen. Haben wir noch was fürs Hundi? Also haben wir, aber können wir nicht kaufen. Wir haben ja auch noch sowas zum Maiszeugs, aber ist auch zu teuer gerade. Brauchen wir nicht. Haben wir noch eine Kiste? Zahnpasta könnten... Ja, hier, komm. Let's go. Warum nicht? Tschüss, Jabba. Obwohl, warte mal, 14 Dollar. Komm, wir gehen jetzt hier richtig. Wir hauen richtig auf die Kacke. Alle bis zum letzten Cent ausgeben. 14 Dollar. Was können wir den Leuten damit bieten? Wir werden reich. Geben noch 14 Dollar aus. Wir machen Millionen. Hoher Preis, guter Preis. Komm, wir swat. Einfach nur, damit wir es haben. Damit ich jetzt hier nicht nochmal umsonst reingelaufen bin. So, Getränke sind auch immer gut. Können wir einlagern. Haben wir immer ein paar Getränke da.